in den Keller geht und so. Was macht er dann? Was macht er dann? Naja, ich meine, darüber. Ja. Wer weiß, was von uns dann ist, ne? Ja. Ich meine, wir beide laufen wenigstens nicht mit Bademantel durch die Gegend. Da geht's doch schon mal los, oder nicht? Hat er eigentlich nichts anderes anzuziehen? Ich habe den noch nie anders gesehen. Ich habe den noch nie. Der hat Ich immer. auch nicht. Das ist ja auch völlig. Du kannst ja gucken, wann du willst, ob das. Wenn ich hier reinkomme, hat er seine komische Hose an, den Bademantel, seine sogenannten Ja, Schumiletten. diese Plastikschuhe, ne? Ja. Ja. Ist nicht zu ver. Ist er jetzt ganz weg oder kommt er wieder? Das weiß ich doch nicht. Der ist nach Hause gegangen, weiß ich nicht. Er wollte doch zu seiner Ente Um die hin. Ente zu füttern. Ja, da. Oder eine andere, oder er ist an die Alster gegangen und will noch eine andere Ente einfangen. Oder das, ne? Retten, ne? Und dann erwischen sie ihn. Genau, das kann ich mir Ja. schon vorstellen. Also, dann hängt er da rum in seinem Holzhäuschen an Teich dran. Ne? Da muss er noch aufpassen, dass er nicht reinfällt. Weißt du, ne? Und dann versucht er dann eine Ente rauszuholen. Und dann kommt hier Schutzmann. Ne? Ja. Und dann hat er wieder ein warmes Zimmer über Weihnachten. Mann, 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 echt. Naja, was machst du Also ich Weihnachten? bin sprachlos, weiß ich noch nicht. Weißt du noch nicht? Ich würde feiern mit ein paar Freunden Ja. und schön Rock'n'Roll und ne, schauen wir mal. Auch ein bisschen was kochen und so? Bestimmt, wenn Ja. schön was. Was machst du? Weißt du schon? Weiß ich noch nicht. Er macht keine Ente, ne? Sonst Nein, kriegst du um Ärger mit Gottes ihm, Willen, ne? da kriege ich Ärger mit ihm. Schönen Entenbraten. Genau. Das geht nicht. Kann man jetzt nicht mehr machen. Kannst natürlich auch hier Standard hier heiße Würstchen, Kartoffelsalat. Kannst von mir noch sonst mitnehmen. Ja, weiß ich nicht. Ich Einen glaube, Tag ich bin bei vorher. Rock'n'Roll Peter eingeladen. Ach Den so. kennst du ja, der kommt ja hier auch Ja manchmal. klar. Ja klar. Und Ach so, dann muss der kochen oder wir werden was? schön, ja, das kann er gut. Ach echt? Ich glaube, der will Roastbeef machen. Ach ehrlich? Na, schön Roastbeef essen, feiern, Das kann Rock'n'Roll der. hören. Ja, das kann er. Ach Er kann gut nee. kochen. Was ist das denn? Was ist denn das? Haben Sie ihn schon verhaftet? Was ist das denn? Keine Ahnung. Also. Kann sie mal was durch den Kopf gehen lassen, aber nicht 109 mm. Bitte mal Platz machen. Danke. So, Hansen ist mein Name. Guten Tag. Ja, hallo. Ja, hallo, hallo. Ja. So, ich suche hier einen jungen Mann. Mir ist gesagt worden, dass er sich hier aufhält. Ein junger Mann. Jungen Mann, Bademantel an, läuft ja nicht so oft rum in Deutschland. Wieso, was ist er mit dem? Ja, was ist mit dem? Jo. Er geht auf mein Gelände rauf. Der soll sich mal was durch den Kopf gehen lassen, aber nicht 109 mm. Wie? Moment mal, Moment mal, Moment mal. Der ist wo bei Ihnen auf was für ein Gelände? Ja, das muss. Das geht sich doch gar nichts an. Ausschlägerweg. Ja. Moment mal bitte. Meine Güte. Hallo? Ja, Pippi, du darfst mich jetzt nicht stören. Du, das geht nicht. Ich hab gerade ein Geschäftsgespräch. Ja, weiß ich nicht. Das liegt im. Moment mal bitte. Ja. Das liegt im Wohnzimmer. Das liegt im Wohnzimmer. Mandy, das liegt im Wohnzimmer. Wohnzimmer, weißt du, was das ist? Das ist das andere Zimmer, nicht das Schlafzimmer, wo du immer bist. Es ist das Wohnzimmer. Neben der Uhr. Oben auf dem Fernseher. Uhr. Die Uhr ist ein Ding, wo der. Da ist ein kleiner Zeiger, der ist auf 12 und der andere, das ist die Uhr. Tic-Tac. So, bitte. Dann lässt du mich bitte jetzt mal in Ruhe. Ich habe ein Geschäft. Danke. So, also, ich habe ein Büro. Ausschlägerweg ist das Stichwort. Ja. So, da habe ich meine Sachen. Aha, ach so, Moment mal. So, und da ist er reingekommen. Ich jetzt ihn, drin oder was? Ich habe ihn gerade noch gesehen, wie er da weggelaufen ist. Sie meinen, er ist bei Ihnen ins Gebiet? Über den Zaun ist er weggelaufen und er hat da, ich habe da so ein Vogelhaus. Ein Vogelhaus? Ich habe da ein Vogelhaus. Das und was ist mit dem? Draußen oder was? Oder drin? Das Vogelhaus. Bei Ihnen im Büro? Das Vogelhaus steht irgendwo drauf. Ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht dauernd anrufen. Ja, was heißt, ich soll die. Was willst du jetzt mit mir über Weihnachtsgeschenke reden? Das kann doch. Mandy, was. Was heißt ein Pelz? Was heißt hier ein Pelz? Ich will ein Pelz. Bei den Frost, den du mir kochst, da habe ich sowieso 2 cm Belag auf der Zunge. Das ist genug Pelz für den ganzen Haushalt.
Ich habe ein Geschäftsgespräch und es ist wichtig. Es geht um was. Kannst du jetzt bitte einfach mal die Schnauze halten und mich nicht mehr anrufen? So, nochmal. Also, verschieden. Das hat sich ja wohl gar nichts anzugehen, ne? Hör das ja nur. Ja. Kümmern Sie sich mal lieber darum, dass Sie hier mal ganz schnell 40.000 Euro auftreiben. Was für 40.000 Euro? Er kommt doch immer hierher, ist mir erzählt worden. Ja, ich frage mich hier über die ganze Walachei, frage ich mich durch, wo dieser Mann irgendwie steckt. Ja, Moment, wieso 40.000 Euro? Da ist ein Schlüssel drin. In den, In meinem Vogelhaus ist ein Schlüssel. Das ist ja wohl meine Sache, wo ich meine Schlüssel hinlege. Ja, klar. So, diesen Schlüssel habe ich gebraucht, weil dann muss ich was abholen. Was abholen? Ich muss da was abholen. Ja. Und jetzt ist... Jetzt ist Scheiße. Jetzt ist das Vogelhaus. Das Vogelhaus ist weg. Ich habe gerade noch gesehen, wie er abgetobt ist. Er war ja gerade hier. Er war ja gerade hier. Ja, er war ja gerade hier. Ich dachte, er kommt hier noch rein oder was? Man hat mir gesagt, er kommt um diese Zeit. Ja, er ist normalerweise um den Dreh ist er immer da, nur ist er gerade weg. Ich hab dir gesagt, du sollst mir nicht die ganze Zeit anrufen. Das gibt's doch. Bruno, ja. Ja, ich bin dabei. Ja, das weiß ich auch. Ich weiß, dass wir um 12 müssen wir das abliefern. Das kann ich dir im Moment nicht sagen. Das Haus ist weg, der Schlüssel ist weg. Ich bin noch dran. Ja, dann pass mal auf. Dann machst du jetzt bitte Folgendes. Hör zu und quatsch nicht dazwischen. Die Zeit ist Geld und Geld regiert die Welt. Ich hab kein Geld hier, um diese Scheiße hier wieder zu irgendwie in den Griff zu kriegen, nur weil diese Dipflacken das wieder nicht hinkriegen. Mir schwillt so der Kamm. Weißt du, so schwillt mir der Kamm. Jetzt mache ich einmal ein gutes Geschäft. Ein einziges Mal. Jetzt pass auf, jetzt machst du, was du jetzt als erstes machst, bevor die Spackenleute jetzt vorbeikommen und irgendwie was anderes da abholen. Jetzt fährst du doch bitte hin. Hör zu, red nicht dazwischen. Fährst du bitte hin, fährst den Camaro von der Tür weg. Den fährst du weg, fahr den am besten rüber bei wie heißt der, Apart oder was, dieser Spengler. Fährst du bei ihnen aufs Gelände rauf. So, und dann gehst du unten, dann schließt du auf. Und dann, das sind, hör zu, was ich dir sage, da sind zwei Türen, weißt du, die rechte. So, da gehst du rein, da sind 400 Lederjacken. 400 Lederjacken, Schwert, Nepper. Genau, so, die holst du da raus und dann packst du die rüber. Und am besten im Koffer passen die alle rein. Denn sag einfach, der soll dir helfen und es wird sein Schade nicht sein. Ich sag dir das, bevor die Albaner da lang kommen, müssen die Jacken weg sein, sonst nehmen die uns die weg. Dann kann ich das gleich auch noch vergessen. Kann aber alles nicht wahr sein. Ja, mach das mal bitte. So, also was ist jetzt? Wann kommt der wieder her? Bier? Ich will kein Bier. Siehst du aus, als wenn ich Bier trinke oder was? Weiß ich ja nicht. Ja, nee, mit ihm. War ja nur ein Angebot. Ja, wunderbar, das nützt mir aber gar nichts. So, also, weil er war eben hier. Er war hier. Wo ist er? Wo wohnt er? Darf ich bitte mal eine Adresse haben? Er ist vor 10 Minuten abgehauen. Ja, gerade eben. Wohin wissen wir auch nicht. Er wollte irgendwie nach Hause, hat irgendwas von der Ente getragen. Eigentlich wollte er an Ententeich. Er wollte an Ententeich? Ist er weich oder was? Ja. Was ist denn das überhaupt für ein Spinner? Ja. Der läuft da rum in Bademantel. Ja, er ist. Nein, er ist ja. Er meint das ja gar nicht böse. Das ist mir doch scheißegal, aber er das böse meint. Er richtet was böse an, das ist das Thema. Ja, das ist. Er schmeißt da einfach einen Schlüssel weg. Das ist so meine Sache, was ich da mache, warum ich da einen Schlüssel ins Vogelhaus lege. Das ist doch nicht seine Sache, das da rauszunehmen. Das ist sicher das richtig. Das ist scheiße. Ja, das weil ist den Schlüssel brauche ich. Weil um 12 Uhr läuft das Schließfach ab. Und wenn ich das bis dahin nicht aufgemacht habe, dann machen das andere Leute auf. Und da habe ich überhaupt keinen Bock auf, dass andere Leute mein Schließfach aufmachen. Das kann man ja vielleicht nachvollziehen. Ja klar, ja klar. Frohe Weihnachten.